Aber als nächstes World 1-2 von Deluxe. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich schon gespielt habe. Okay, mal gucken, wenn ich. Okay, achso, man kann, glaube ich, erst, wenn man einmal gestorben ist oder so, einen Stempel geben. Die roten Münzen sind optional. Okay. Also, es kommt mir jetzt nicht bekannt vor, das Level. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich es noch nicht gespielt. Eine hast du schon verpasst, okay. Ja, in dem Moment, wo du mir gesagt hast, die roten Münzen sind optional, hat mein Gehirn gesagt, roten Münzen ignorieren. Ignoriere die roten Münzen, du Penner. Das hat mein Gehirn dann zu mir gesagt und ja. Wenn ich eine sehe, kann ich die gerne mitnehmen. Aber oh, das sieht doch schon mal relativ klassisch nach so einem ganz coolen Mario. Oh, ich muss gerade aufstoßen. Entschuldigung, Mario-Level aus. Oh, ich wäre fast da reingefallen. So, okay. Ich meine, da ist eine rote Münze. Ja, mit einer Feuerblume. Ich kann da nicht runterschießen, glaube ich, ne? Ich kann auf dem einen landen. Und dann hole ich mir zumindest die zweite. Wisst ihr, was mich ein bisschen überrascht bei Mario Maker? Aber da habe ich eventuell auch bisher nur die falschen Level bei Mario Maker 2 gespielt. Ich finde es total überraschend, dass in diesem Random Level kaum nervige Soundeffekte genutzt werden. Endlich ist es verpönt, die zu benutzen. Schön. Wir Streamer haben sehr lange dafür gearbeitet, dass Leute nicht so nervige Soundgeräusche benutzen. Ich hatte ja insgeheim die Hoffnung, dass die im Mario Maker 2 ausgebaut werden. Aber leider hat Nintendo nicht auf mich gehört. Diese furzenden Schweine, die sie bei der Direct gezeigt haben, habe ich auch noch nie in einem Level gesehen, tatsächlich. So, hier ist doch bestimmt genau die zweite rote Münze, beziehungsweise die dritte dann. Oder wie seht ihr das mit diesen Soundeffekten? Bin ich da der Einzige, der dazu kritisch ist? Oder. Oh, Hilfe, die bewegen sich ja auch. Fuck, das war dumm. Oder bin ich da irgendwie zu gemein? Am allerschlimmsten fand ich hier bei Mario Maker 1 dieses Telefongeräusch. Sollten die das noch in dieses Spiel reingepackt haben? Rufe ich Nintendo mal an. Achso, ich habe übrigens gesehen, dass ich die rote Münze da nicht geholt habe. Ich dachte mir, ich hole sie nicht nochmal. Ja, das ist es halt, Deluxe. Und ich finde diese neuen Effekte, wie zum Beispiel das Mario 64-Geräusch oder sowas, das finde ich halt mega cool, weil das ist halt auch was, was sich auf Mario bezieht oder so. Aber ich glaube, ich mache hier mal was anderes. Ich mache hier mal tack, tack, so. Aber dieses Telefongeräusch oder furzende Schweine, warum? Ich meine, ich habe nichts gegen furzende Schweine, ganz im Gegenteil, aber warum sollte ich so ein Geräusch in meinem Level einbauen wollen? Freiwillig. Okay, und hier wäre der Secret Exit. In meinem nächsten Level habe ich Mario Sunshine Musik benutzt. Ah, okay. Ich bin jetzt nicht so der Mario Sunshine Fan. Aber, ja. Fungal Caverns. Fungal. Fungal. Fungal könnte so ein spanisches Wort sein. Jetzt dumm, glaube ich. Oder? Ja, das war dumm. Okay. Ja, ich mach mal von vorne. Hier geht es soweit ganz gut. Das ist doch schon mal schön. Es gibt halt. Ach so, okay. Das heißt, ich muss diese Secrets finden, die dann mehrere wert sind. Okido, dann benutzen wir doch hier mal das Moped, um hier hochzukommen. Lups. Das ist ein Level, wenn man das kennt, kann man das, glaube ich, relativ schnell spielen. Aber man muss halt auch erstmal alles erkunden. Disc Creator, hi, ich grüße dich. Warst lang nicht mehr da, glaube ich. Aber schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst dich noch an mich erinnern. Oh, wieso falle ich denn da immer runter, ich Vollidiot? Was ist mit mir los? Irgendwas ist in meiner Erziehung schiefgegangen. So. Okay, jetzt kriege ich dieses Timing da nicht mehr hin. Naja. Ja, diese Stelle mit den Lianen, da hättest du vielleicht eine Liane weiter nach unten gehen können oder so. Der Sprung ist ein bisschen. Weiß nicht, haha. Sprung ist ein bisschen eklig, finde ich.
Aber gut, ich habe mir ja schon mal geschafft, von daher. Hm, weiß nicht, haha. Ich bin aber auch ein Vollidiot. Aber gut. Kann man hier eigentlich auch zwei Trampoline haben? Das ist wahrscheinlich das Mega-Obersecret, wenn man hier zwei Trampoline hat. Kann man sich wahrscheinlich in Super Saiyan verwandeln oder so, keine Ahnung. Ach, sowas passiert auch nur mir. Kommt da noch ein neuer raus? So, okay. Dies. Hallo? Will das Spiel mich verarschen? Anscheinend schon. Ich fühle mich gemobbt. Gemobbt von einer Pilzschusskanone. Ey, jetzt sag mal. Das konnte nicht sein. Das ist. Vermolledeit. Okay, das finde ich, das reizt mich gerade ein bisschen, muss ich ja sagen. Aber okay, wir bleiben ruhig und entspannt. Ich kann da sicherlich auch noch gleich hoch und mir die Münzen da holen, oder? Ach so, ein Schastrick. Ja, mei. Genau, der Discreator weiß, was ich meine. Zu viel Rockantenne gehört, da sprechen die mal bayerisch. Falls ihr euch fragt. Also ich komme nicht aus Bayern, aber... Ich höre immer Rockantenne und mit dem Bahn die Bahnsteiner morgens. Und da reden die halt bayerisch. Und da mein Kollege das auch immer hört, haben wir mittlerweile auch schon immer die Begrüßung auf Servus und so abgestellt. Ist ganz witzig. Ist das warm. Ist bei euch auch so eklig warm? Eigentlich ist es nicht mehr so warm, aber dieses Zimmer hier heizt sich so eklig auf. Ich bin Österreicher, verstehe es sehr gut. Ah, okay. So, welche Münzen habe ich hier denn verpasst? Ich meine, viele. Bei mir ist es kühler. Also draußen bei uns ist es auch kühl, aber ich habe hier, bin hier ja noch in meinem jetzigen oder in unserer jetzigen Wohnung. Wir ziehen ja bald um in ein Haus. Und da habe ich so einen ganz kleinen Raum. Eine richtige kleine Zockerhöhle. Und die wärmt sich halt relativ schnell auf. Da muss es dann nicht 30 Grad sein, dass es hier drin 30 Grad ist. Da reichen dann auch schon 24 oder so. Ich hoffe, dass das im neuen Haus ein bisschen besser ist. Dass es da nicht ganz so krass warm ist. Ich meine, es ist ein Altbau. Ich glaube, die hitzen sich nicht so... Ah, fuck. Nicht so krass. Hallo, Kanone. Ah. Ja, okay, das mit der Kanone ist gerade ein bisschen doof. Ich weiß, da kannst du nichts für. Aber, naja. So. Okay, da sind wir durch. Brauche ich jetzt auf jeden Fall wieder den Stern? Ich glaube, ich bin auch viel zu langsam. Oder ist das Tempo hier nicht so relevant in dem Level? Scheint mir jetzt nicht so relevant zu sein. Aber trotzdem fühle ich mich so, als würde ich hier langsam spielen. Das weiß ich, Fender. Das weiß ich grundsätzlich. Okay, hier oben? Ah, da ist auch noch eine Münze. Ah, da komme ich nicht hin. Hm. Ich glaube fast aber auch, dass ich hier zu wenig Münzen haben werde. So, wie war hier nochmal? Hier muss ich einfach erstmal durch. Ach, das war hier das mit der Bombe. Okay. Gut, da verliere ich dann mein Item. Ist dann halt mal so, ne? Man muss auch mit Verlust leben können. Okay. Oh, fuck. Aber wie soll ich dann nochmal... Ach, ich bin dumm. Ach, ich glaube, ich muss mal das Level wechseln. Es tut mir leid. Ich hätte es bestimmt irgendwann geschafft, aber ich brauche jetzt einfach mal was anderes.